Sehr geehrter Herr Präsident des Staatsministerverbandes, sehr geehrter Herr Bundestag, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreundinnen. Im Namen des Nordic-Cup-TV möchte ich euch ganz herzlich zum 6. Nordic-Cup hier in der Gespannte Erwartungen der Mittellandhalle. Zum 6. Mal sind Handball-Jugendmannschaften in unsere Region gekommen, um zu Beginn der Saison ihren Leistungsstand zu vergleichen. Sie kommen aus Bulgarien, aus Polen, Bosnien und ganz Deutschland. 54 Mannschaften der Altersgruppen C, B und A wollen es wissen. Oh, mich ist ja super, lieber, ich möchte das super. Hier ist es immer super. Wie immer sind wir hier herzlich aufgenommen worden. Ich bin schon das dritte Mal dabei und diesmal wollen wir wirklich etwas erreichen. Die Mannschaften sind immer gut vorbereitet. Es wird sicher schwer, aber meine Mannschaft hat ihr Ziel immer fest vor Augen. So ein Turnier mit so vielen Teilnehmern ist eine logistische Meisterleistung. Die jungen Sportler müssen transportiert, untergebracht und verpflegt werden. So etwas kostet viel Geld. Schon an dieser Stelle den Sponsoren ein herzliches Dankeschön. Und der Schirmherr des Turnieres ist begeistert. Weil wir erstens die Chance haben, junge Menschen sich international vergleichen zu lassen. Und die Jungen sind die Spieler der Zukunft. Die werden hier gefunden. Und was ich auch toll finde, sind 58 Mannschaften. Aus ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Hier wird Integration gelebt. Das ist ein Zeichen, dass Sport eine hohe soziale Kompetenz hat. Insofern bin ich ausgesprochen gerne hier, habe gerne die Schirmherrschaft übernommen. Das ist eine Erfolgsstory der Börde Cup und herzlichen Dank an die Ausrichter. Und während sich die jungen Männer aus Bosnien vom Tanz der Kleinsten begeistern lassen, haben Betreuer, Schiedsrichter und Trainer alles bestens vorbereitet. Der 6. Börde Cup kann beginnen. Ich bin der Mann.